Runden nicht mehr gewonnen. SCN Admiral Wacker seit 9 Runden nicht mehr gewonnen. Der letzte Erfolg, der war übrigens gegen die Austria. Die Austrianer wollten ihrem scheidenden Kapitän Andreas Ogris so ein kleines Geschenk machen mit einem Erfolg gegen SCN Admira Wacker und seinem möglichen neuen Verein, nämlich dem FC Linz, damit im Kampf um den Relegationsplatz etwas helfen. Die schien deshalb noch umso leichter, weil bei Admira Wacker Rosenegger, der Goalgetter, wegen einer Verletzung fehlte. Ratlosigkeit vor diesem Spiel, nicht nur bei diesem Herrn. Auf folgende Frage. Ja, ich muss eigentlich sagen, ich bin erst mal 43 Jahre bei der Austria und ich war doch schon einen Sieg gemacht und bin auch in der Sicht her, war es nicht so schlecht, die Bilanz. Sie weichen da ein bisschen aus. Was war der letzte Austria-Sieg in der Meisterschaft? Na, ich glaube gegen Ritter zu Hause, oder? Kostet ihn nur ein Lächeln gegen den FC Linz was? Bei Admira Wacker, da erinnert man sich genauer. Das war gegen die Austria und ich hoffe, dass wir es heute wiederholen können. Wäre das ein tolles Geburtstagsgeschenk für Sie? Sicher, es wäre das Schönste. Es war kein Einlaufen, es war eher ein gemütliches Eintraben vor dem Duell 8er gegen 10er und schon ein erster Hinweis, welches Tempo man in den nächsten 90 Minuten bei diesem Fußballmatch zu erwarten hat. Die Austria drückend überlegen in den Anfangsminuten über Flügel und Milovanovic, der Serbe, der heute von Beginn an aufgeboten wurde, hat ein Ferserl versucht, aber ohne Erfolg. Wolfgang Frank, der heute Tamandl erstmals als Libero aufgeboten hat und Gaga, der diesen Freistoß geschossen hat, diesmal im Mittelfeld. Kreisel, bester Mann in dieser ersten Spielhälfte bei Admira Wacker mit einer Glanztat. Eckball wieder Gaga. Und in der Abwehr der Südstädter, da regiert das nackte Chaos. Nur er findet, wie immer, seinen Rhythmus, auch geprüft durch lange, viele Bundesliga-Partien. Wieder einmal Eckball für die Austria. Mühe bei Kreisel und Glatzer mit einem wunderschönen Wolleschuss. Einmal mehr auf dem Posten Günther Kreisel, der ja zur Austria nach dieser Saison zurückkehren wird. Milovanovic scheidet angeschlagen aus, für ihn kommt der Slowake Kocic. Aber auch er, das sei höflich formuliert, konnte keine entscheidenden Pulse in das Offensivspiel der Austria bringen. Dann endlich einmal ein überraschender Spielzug, herrlicher Pass von Rachimov auf Brunmeier, aber er kann die Chance nicht nützen. Es bleibt beim 0:0. Wolfgang Frank hält nichts auf der Bank, das reimt sich, aber viele Ungereimtheiten auf dem Spielfeld. Wir zeigen Ihnen hier eine ganze Minute ungeschnitten. Nicht deshalb, weil sie so unvergleichlich an Spannung war, sondern weil sie so charakteristisch war für das Spielgeschehen in diesen ersten 45 Minuten. Fehlpass über Fehlpass. Das mangelnde Tempo kann man durch die Hitze entschuldigen, aber die spielerischen Mängel keineswegs. Es war einfach nicht schön zum Anschauen, was sich hier vor 1500 Zuschauern im Haarstadion abspielte. Beide überbieten sich an Harmlosigkeit in dieser Phase der ersten Spielhälfte. Und dann, ohne dass es jemand erwartet hat, plötzlich knapp vor der Pause doch auch eine Chance für den Tabellenletzten. Weißenberger hat sie vergeben. Nach dieser Flanke von Nabekovas. Sein Kopfball aber knapp drüber. Schon in der letzten Minute der ersten Spielhälfte. Noch einmal Flügel. Immer noch Flügel. Immer noch Flügel. Platziert aber zu schwach sein Schuss. Günther Kreisel hält sein Tor rein in den ersten 45 Minuten. 0:0 der Pausenstand. Ilarionov, der Mann, den wir hier sehen, den bringt Kurt Gager. Er soll die neuen Akzente in der Offensive bei den Südstädtern setzen. Der Mann aus Bulgarien.
Zweite Spielhälfte, zweiter Versuch, doch noch ein ansehnliches Spiel zustande zu bringen. Es ist Ernst Aigner. Panis. Wimmer. Pospel fährt daneben, Nabekovas und das 1:0. Für Admira Wacker nach 33 Sekunden in der zweiten Spielhälfte. Keine Chance für Wolfgang Knaller. Ilarionov mit einem missglückten Rückzieher. Dospel erwischt den Ball nicht und Nabekovas zieht ab, trifft ins Tor und ebenso gleich auch den Teddybär. Ein Tor, das diesem Spiel nur gut tun kann und der Austria kontert. Wolfgang Frank bringt Breu für Tamandl, Gager, damit wieder der Libero bei der Wiener Austria. Und Schießwald kommt für Dospel. Freistoß für die Austria. Wieder das Duell Gager gegen Kreisel. Der Sieger wieder der Admira-Torhüter. Kennen Sie das Spiel, das er heute liefert. Wieder einer der vielen Eckbälle der Wiener Austria. Und diesmal mit Folgen. 1:1. Rashid Rachimov, der Beste im Austria-Dress, erzielt sein 5. Saisontor und, das ist doch ein wenig überraschend, sein 4. per Kopf. Eins zu eins der neue Spielstand. Admira Wacker mit der Riesenchance auf die neuerliche Führung. Zwei Holländer scheitern an einem Österreicher. Zuerst war es Bubermann per Kopf und dann Van Teuber mit dem Komfort aus 2 Metern Entfernung freistehend zum Schuss zu kommen. Wieder die Austria über Kotschis. Aber die Höhepunkte in diesem Spiel weiterhin rar. Es bleibt beim 1:1. Wolfgang Frank schreit sich die Seele aus dem Leib. Hier entscheidet Schiedsrichter Benkö auf Freistoß für die Austria. Umstritten, meine ich. Schauen wir es uns an. Schießwald setzt zur Schwalbe an und hat damit Erfolg. Und eben dieser Schießwald kommt frei zum Kopfball und erzielt das 2:1 für die Wiener Austria. Das Tor eingeleitet, das Tor vollendet. Günther Schießwald, der Verteidiger der Wiener Austria, braucht den Kopf nur hinzuhalten. Ganz freistehend ist er hier zu dieser Chance gekommen und nützt sie via Stange. Den Kopfball ins Tor gesetzt. Die Austria wieder in Führung und das in der 83. Minute. Der erste Erfolg unter dem neuen Trainer scheint greifbar nahe. Wieder die Austria über Brummeier. Schuss wird abgefälscht über das Tor. Er kann sich beruhigen, der erste Sieg ist eingefahren. Admira Wacker leistet sich einmal mehr einen Selbstfeier. Ja, und ich begrüße bei uns im Studio den Jürgen Panis, SCN Admira Wacker. Sind das jetzt schon so ein bisschen Auflösungserscheinungen? Nächste Niederlage, macht man sich da schon mit dem Abstieg vertraut? Ja, sicher ist es eine schwierige Situation für uns, aber ich glaube, wir müssen von Match zu Match spielen und probieren, dass wir endlich mal einen Sieg zusammenbringen. Weil das ist das Einzige, was uns in der Situation was nutzt. Und dann wird man weitersehen. Die Nerven liegen ja ein bisschen blank. Wir haben nachher noch versucht, Interviews zu bekommen mit dem Trainer, mit Kurt Gager. Der wollte nicht. Und auch bei den anderen Spielern merkt man, dass also eine große Nervosität herrscht. Schauen wir uns die einmal an. Na Güte, warum ist nichts mit dem Geburtstagsgeschenk geworden zu ihrem 23. Ein Sieg über die Austria? Haben wir 2 Kopftore bekommen, haben wir Situationen, die in der Spielerbesprechung ganz genau ausgemacht werden. Da weiß jeder Spieler, wer wen zu decken hat. Und ja, das hat nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Also Deckungsfehler Ihrer Vorderleute?
Ja, ich meine, es passieren auch Tore, aber es sind immer von Fehlern in der Mannschaft, egal was die macht. Im Endeffekt schauen wir uns nach in der Kabine immer, um das höflich auszudrücken, dumm an und ärgern uns, wir sind in einem Match 1-0 vorne. Die Austria hat sicher nicht den besten Tag gehabt und wir haben es wieder geschafft, das zu verschenken. Stellt euch selber mal ab und spielt einmal da. Das ist einmal eine schwierige Angelegenheit sicher. Der Zuschauer verdient sie mehr, das ist keine Frage. Und ich glaube, es kann man kein absprechen, dass er wollen hat heute. Aber es sind immer mal hohe Temperaturen gewesen und da kommt so eine Partie raus. Aber sonst spricht man nicht von Sommerfußball. Glauben Sie jetzt noch an Rettung? Ja, sicher muss man an Rettung glauben. Weil wir haben noch 4 Spiele, das sind 2 Punkte Rückstand. Und wenn einmal ein Spiel ist, wir sind 4 Punkte hinten, dann ist nicht mehr von Rettung zu sprechen. Heute, lange Zeit, doch 1-0 geführt. Schauen wir uns einmal dieses Tor an. Da hat es ja gut ausgesehen für den SCN Admira Wacker. Na, Bekovas, der Ex-Austrianer, trifft da ganz genau. So, und das war ein bisschen ein Hoffnungsfunke, nicht? Das ist richtig, ja. Und wie man sieht, die Austria am Anfang sehr stark Druck macht, aber noch durch das Tor haben wir eigentlich das Spiel noch kontrolliert und dann durch 2 Standardsituationen haben wir bald das Spiel verloren. Das ist der 2. Treffer für die Austria, auch ein Kopfball. Hat die Verteidigung bei diesen hohen Flanken zu wenig aufgepasst? Ja, wie man sieht, stimmt das, ja. Ja, naja, was kann man jetzt machen noch bei SCN Admira Wacker? Was muss passieren? Gibt es irgendeine Möglichkeit, jetzt irgendwelche Akzente zu setzen, zu sagen, wir wechseln den Trainer aus, wir machen irgendwas, wir setzen ein Signal, dass wir unbedingt oben bleiben wollen? Naja, das Signal kann eigentlich nur wir selber setzen, indem dass wir ein Match gewinnen, weil wir müssen selber zusammenhalten, wir müssen zusammen Platz probieren und das nutzt jetzt nichts, wenn wir drumherum rennen oder einen Trainerwechsel oder irgendwas. Wir müssen uns einen Platz machen, dass wir mal gewinnen und dann, das wird uns helfen. Und gibt es dieses Aufbäumen noch oder schauen die Spieler schon eher so, wo kann ich in der nächsten Saison spielen, wo gibt es einen Verein, der mich engagiert? Man hört ja über sehr viele mögliche Transfers. Das ist richtig, aber bei uns, so habe ich das Gefühl, ist eigentlich davon keine Rede. Also ja, intern vielleicht ein paar Spieler, die was jetzt sagen, aber so haben wir noch einen Platz nachher stehen, also sind eigentlich alle für den SCN und mir Wacker. Gut, wir werden sehen, was sich im Abstiegskampf da noch entwickelt. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie danke. Bei uns waren. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Und da geht es nicht gegen den Abstieg, sondern da geht es um die Spitze. Denn Salzburg könnte wieder die Tabellenspitze übernehmen und an Rapid vorbeiziehen. Zuletzt allerdings gab es in Salzburg einige Turbulenzen, und zwar um den ukrainischen Torhüter.